Moinsen, ihr Füchse da draußen, und willkommen mal wieder hier zu so einem kleinen Infovideo. Montagmorgen, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet. Ich muss euch mal eben erklären, wie es jetzt aktuell diese Woche weitergeht. Es ist nämlich ein bisschen was passiert. Zum einen war der Fuchs Freitag in so einem Jugendzentrum und hat sich Lulu und die Einhornfarm reingezogen. Das war relativ besonders. Und den Samstag hat er dann komplett mit Gartenarbeit verbracht. Deswegen sieht es an der Let's Play-Front mal wieder ein bisschen eng aus. Dazu kam auch noch, dass jetzt The Outer Worlds, das neue Game von Obsidian, rausgekommen ist. Und The Outer Worlds ist eigentlich exklusiv im Epic Game Store erschienen für den PC. Aber Microsoft, die Nasen, haben halt mal eben Obsidian aufgekauft und The Outer Worlds in ihrem Xbox Game Pass integriert. Und diesen Xbox Game Pass, den gibt es als Beta auch für den PC. Das bedeutet, wer sich den Xbox Game Pass zum Preis von 1 Euro im ersten Monat abonniert, kann jetzt 30 Tage lang für 1 Euro The Outer Worlds auf dem PC spielen und kann dem Epic Store beide Mittelfinger so direkt in die Fresse drücken, ne? Fick dich, Epic Store. Fick dich so richtig heftig. So, das nur dazu. Und naja, da ich jetzt gerne natürlich The Outer Worlds durchbingen muss, um möglichst das billig hinzukriegen, also ich würde es schon gerne in den 30 Tagen schaffen, habe ich jetzt gesagt, okay, pass auf, volle Kanne, ab jetzt allen Fokus auf The Outer Worlds. Bedeutet, alle anderen Projekte liegen jetzt erstmal brach. Also mein World of Warcraft-Abo ist aktuell eh ausgelaufen und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich das in nächster Zeit verlängern möchte. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich warte jetzt erstmal BlizzCon ab, was da so passiert. Es sieht ja wohl sehr stark nach einem Diablo 4 und einem Diablo 2 Remaster aus. Da kriegt der Fuchs natürlich dann, da wird er wieder schwach. So ein Diablo 2 Remaster wäre schon eine richtig nice Sache. Und naja, also WoW ist dann deswegen jetzt erstmal sowieso pausiert, weil mein Abo ausgelaufen ist. Dann haben wir noch Enderal und Kingdom Come Deliverance. Die beiden machen kurz Pause, bis ich jetzt eben halt schnell The Outer Worlds durchgebinged habe. Ich werde ab heute jeden Abend Gas geben und einfach daddeln, um das durchzukriegen. Bedeutet aber für euch, ihr kriegt jetzt auch täglich dann zumindest immer eine Folge The Outer Worlds. Also es gibt jetzt jeden Tag immer einmal Minecraft, das habe ich geschafft, und The Outer Worlds. Minecraft um 12, The Outer Worlds 14 Uhr. Dann habt ihr zumindest ein bisschen was zu gucken. Und ich versuche diese Woche auch noch einen Stream hinzukriegen. Das wird jetzt nicht unbedingt heute, weil ist Montag. Montag ist doch immer ein bisschen krass. Nächsten Dienstag würde ich jetzt sagen, also morgen habe ich dann vor, einen Stream zu machen. Momentan sieht es nach Devil May Cry aus. Ich hätte zwar auch das neue Medieval da, was man auch daddeln könnte, aber Adria wird mich dann umbringen, deswegen werden wir wohl mal Devil May Cry 1 anschauen. Ja, das nur soweit als kurze Info, damit ihr euch nicht wundert, wo denn die ganzen Projekte bleiben. Keine Sorge, also es geht natürlich mit Enderal und Kingdom Come Deliverance noch weiter, vor allen Dingen, weil Kingdom Come Deliverance gerade so spannend ist. Also ich muss sagen, das ist ein bisschen schwierig jetzt auch für mich, aber Outer Worlds hat jetzt eben erstmal Vorrang, muss durchgezogen werden. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und wer Bock hat, dann sehen wir uns gerne morgen beim Stream, 20 Uhr auf Twitch. Und bis dahin, Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken und tschüss, euer Blaufuchs.